Hallo, ich begrüße euch zum 13. Jahr Zollbeamter. Okay, und ich würde sagen, wir starten mit dem 13. Jahr gleich. Mal gespannt, was Neues dazukommt. Ups, ups, ups. Ich nehme das günstigste natürlich, aber bezahle mal eine freiwillige Umsiedlungssteuer. Oh, ich kann nicht, ich kann was gerade noch so leisten. Jetzt wird es langsam echt kriminell. Okay, das verflixte 13. Jahr. Oh Gott, wie der guckt. Packlisten sind unsicher. Niemand kann kontrollieren, ob der Inhalt wirklich mit der Liste übereinstimmt. Ach nee. Zumindest bisher nicht. Im Kampf gegen Schmuggel wurden uns Scanner zur Verfügung gestellt. Mit jedem Paket erhältst du nun ein Bild zur Überprüfung. Du weißt, wie es läuft. Ja klar, wie das läuft. Scans erlauben es, uns in Pakete zu schauen. Hierbei ist es wichtig zu prüfen, ob auf den Packlisten wahrheitsgemäße Angaben gemacht wurden. Drogen und Lebensmittel werden erkenntlich gekennzeichnet. Drogen werden erkenntlich gekennzeichnet. Drogen. Muss ich die jetzt nicht mehr kontrollieren, doch. Junge. Puh. Okay, wir starten mit dem verflixten 13. Jahr. Drückt mir die Daumen, dass ich es schaffe. So, wir gucken mal als erstes mal, was drin sein muss. Das Skalpellenteller, Spritze, Kochmesser und den Mundschutz. Okay. Spritz, ein Messer, ein Mundschutz, Skalpell. Das scheint schon immer zu passen. Das machen wir noch einen Drogentest. Okay. Bleibt nichts rot. Was ich aber machen muss, ist noch auf den Lurch achte. Fingerabdruck, kein Lurch. Zack. Ach, kein Lurch. Zerbrechlicher Inhalt. Okay. Sunbay nach Taxien, Inland mit 5,50. Arznei und zerbrechlich, Inland 5,50. 3. Ja, das stimmt, muss Porto. Und jetzt gucken wir uns noch, wo kam es her? Das heißt vergessen. Sunbay. Scheint 8 zu stimmen. Gut, Glück gehabt. Junge, Junge, Junge. Was macht er? Also, was das da klappt, die habe ich noch nie gesehen. Goldscar, Waiting. Moment, ist das nicht ein gesperrtes Land? Volska, Floristan. Oh, dumm sind sie jetzt. Okay, das hat sich verändert. Gut. Pizza, 4 Skalpels, Kuchenschreiber, Erdbeer, Moment, 5,1250, Glas, Mundschutz, Rattegift. Als was zählen wir dann das Rattegift? Was? Die müssen ja Ratte haben im Taxi, dass die Schwarte kracht, ne? Pizza war die 8 aufgestanden, ja. Kuchen im Glas, Erdbeere. Was denn das? Ach, das ist Rattegift? Okay. Gut. Bin so leicht, ich fühle mich irgendwie so leicht überfordert jetzt mittlerweile, gell? Das ist echt viel, was man da alles wissen muss. Okay, Drogen scheinen es nicht zu sein. Lurch, ach nicht. Okay. Wailton. M-O-P-K. Das scheint zu stimmen. Ich batsch das jetzt einfach nur drauf. Ich bin jetzt gerade wurscht. Junge, Junge, was man da alles kontrollieren muss. Spritz, Parfüm, Seitenzeit, Apfelpizza, Spende. Oh, ich bin mal gespannt, wie die Spendenkarte aussieht. Zeig mir ein halbes Ding.
Und schon eine Spende hast du. Guck mal. Was ist das? Reagenzgläser, Zwänne. Hä? Das sind zwei Reagenzgläser. Luftmesser, Spender, Pizza, Apfel. Da ist irgendwas drin, was ich nicht kenne. Okay, wir schieben das einfach nur schnell ab. Ich entscheide es jetzt einfach nur so. Weil ich den Gegenstand am Ende nicht kenne. Zack, zack. Gut. Ach, guck, hat gestimmt. Ich schieb's jetzt einfach mal an. Wäre wohl eine Idee. Gut. Wenn man leucht, ne, man nicht. Oben sind's auch nicht. Machen wir gleich mit zu. So. So, Taxi. Inland. Von Knierhof. Mit 5,57. Dann dürfen nur 12 Kleber drauf sein. Ja, das stimmt. Ach. Okay. Wenn jetzt die Inhaltsliste stimmt. Parfüm, Skalpelle, Spritzglas, Federmäppsche. Ach, das war Parfüm. Ja, passt. Falsche Flagge. Nein, oh Mann. Noch nicht so kleben. Okay. Kommunista. Von Somni nach Kommunista. Also Ausland. Nur ich sehe nicht kenne. Kommunista. Teddy, Parfüm, Apfel, Erdbeere, Benzinkanister. Mathekick, Teddy, Kugelschreiber, Skalpell, Parfüm, Spende. Von dem Benzinkanister habe ich nichts gesehen. Gut. Zwei Kugels, Spritz, noch ein Benzinkanister. Ich bin jetzt nur gespannt. Zwemo Benzin steht tatsächlich drauf. Zwemo Parfüm, Zeichensetz, Apfel, okay, das scheint zu stimmen. Probetisch. Passt ab. So, und haben wir eben durch. Schon wieder der IT. Oh, yes, der verliebt. Inland Sarapuzzi. Sarapuzzi, die Flagge stimmt. Inland. 12,14. Ich pack das jetzt zu, schieb das jetzt einfach mal, mach schneller das Ganze mal und schieb das jetzt einfach mal aufs Inland. Ach, war ich denn da Inhalt? Ich hab doch geguckt. Ich hab geguckt. War zwei Mal Benzin drin gestanden? Okay, jetzt gucken wir gleich. Apfelkuchen im Glas, Erdbeer, Feuerzeug. Das liegt viel drin. Okay, das scheint zu stimmen. Inland Borales mit 4. Aber das Porto ist unzureichend, kann ich euch gleich sagen, weil es war nur 4 drin. Zack. Mann, Mann, Mann. Hinten 5,50, sagen sie, glaube ich. Egal. So, was haben wir? Apfel, 3 Feuerzeuge und Kuchen. 1, 2, 3, Apfel, Kuchen, passt. So, und haben wir noch ein Lurch. Sarapuzzi, Sonbay, Ausland mit 7. Okay. Fahrt.
So, dann gucken wir uns die Flaggnummer an. Nur Gefahrgutsieger. Auslandssieger, sagt. Flagge. Sonne scheint zu stimmen. Zerbrechlich. 5 Sieber. Scheint zu stimmen. Okay. 3 Kochmesser, Kuchenglas, Reagenzglas, Zeichensätze, Belz mit Apple. 2 Morate, Gift, mein lieber Handy, Hydrate. Ein Glas, Skalpell, Zeichensätze, okay. 2-3 Messer, 2 Morate, Gift, 2 Apple. Reagenzglas, 2 Zeichensätze, ein Teddybär, aber da ruft schon, ne? Ja. Ein Glas, 2 Morate, Gift, Skalpell. 2 Reagenzgläser, 3 Messer. Ich sag jetzt einfach nur das Messer. Hallo? Ich würde es gern hochnehmen. Oh, Tore-Tisch da noch. Okay. Lieber ist der Typ verliebt, dass der moderne Sieber alle schützen muss, an jedem scheinbar mitteilen, wie verliebt er ist. Okay. Sunday Textchen 579. Wie schwer ist es? Absenheit, zerbrechlich. Okay. Inland. Gefährlich, 3, 4, 9. Das ist zu schwer. Ah. Junge, Junge, Junge. Das ist die Falschflaggenutzerung. Warte. Würde ich jetzt mal... Ne? Kleeblatt? Ne, stimmt. Ozeron-Taxia. Okay. 57. Arznei, zerbrechlich. Schon wieder die IT. Da geht man auf den Keks. Wo machen wir noch einen Tore? Ups. Ja. Noch einen Tore-Tisch. Okay. So. Glas. Arznei, zerbrechlich. 5,57. 2,2. Das ist Wasser. Glas, Spritz, Parfüm, Teddy. Jo. Düdü. So, was haben wir? Erdbeer, Skalpell, Nummer Erdbeer, 1100 Gramm, Feuerzeug, Kugelschreiber, Parfüm. Spende, Herzfoto, oh, ist ein Haufen Zeug drin. Wattegift, war das drauf gestanden? 2 Tittis, Kochmesser, Spende, Herz, Parfüm, Kugelschreiber, Feuerzeug. Parfüm, Kugelschreiber, Skalpell, Messer. Skalpell. Und ein Messer. Das passt. Maus, ja. Okay. Reden sich aber ein paar verschiedene Symbole einfallen, unsere Kinder, ehrlich. Immer das Gleiche, IG. Was wollte ich denn jetzt? Das? Okay. Ja, das stimmt. 5,57. Ach guck. Oh, eine Riese, hab ich einen Riesen übersehen. Oh Mann, die sind jetzt anstrengend. Glas. Drogetisch.
Nee. Wenn man ruhig, auch nicht. Nee. Dumm durch. Wo sind die IT? Da fehlt mir gerade. Siehst du, ich ja schon. Nee. Als hätte ich es geahnt. So, was haben wir? Skalpell, Benzin, Kugelschreiber, Erdbeer, Feder, Mäppchen, Glas, Feuerzeug. Glas, Feder, Mäppchen, Spritz, Messer, Kugelschreiber, Skalpell, scheint zu stimmen. Okay. Halt. Die Platte will ich noch mal sehen. 50, 70, 50, Vulko, Kalkonia. Ja, das stimmt auch. Oh, das schiebe ich jetzt lieber. Abweichender Inhalt. Ach komm, mehr wie kontrollieren kann ich nicht. Sehr geehrte Zuhörer, Radio Texien mit einem Sonderbericht. Ach noch. Unser Land muss im Moment eine Reihe von terroristischen Operationen ausländischer Mächte über sich ergehen lassen. Na so was? Von schier unerklärlichen überbelichteten Fotos bis hin zu nach dem Versand defekten Herzschrittmachern. Ach. Diese Verbrecher machen von nichts. Mir ahnen schon schlimm, was wir jetzt sehen. Aber Ihre Regierung wird sich schon bald der Sache annehmen. Guten Abend. Halleluja. Ihr Kämpfer für ein freies Taxien. Unsere Daten werden jeden Tag mehr durch diesen Staatsapparat ausgespäht und für wer weiß was verwendet. Der Staat beschädigt dabei durch zu hochdosierte Scanner Waren und schiebt die Schuld von sich. Die Zeit ist gekommen, wütend die Faust zu erheben und aktiv zu werden. Mhm. Die Parole lautet Revolution. Okay, ich glaube, ich weiß schon, was mich in Jahr 14 erwartet. Aber das sehen wir im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit und bis bald.